Aloha und herzlich willkommen zu unserem ersten Akku40 Boss Guide Video. In dieser Reihe möchten wir euch, ohne zu viel drum herum zu labern, die Positionierung der jeweiligen Klassen, die wichtigsten Mechaniken der Bosse sowie Encounter-spezifische Consumables erklären. Ihr könnt uns außerdem ganz einfach supporten, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und vielleicht sogar auf den Abo-Button drückt und die Glocke aktiviert. Hilft uns definitiv sehr. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall und viel Spaß beim Video. Wir starten mit der Positionierung. Der Boss wird genau dort getankt, wo er anfänglich steht, nur mit dem Gesicht zur Wand. Vier weitere Tanks bzw. zwei pro Seite stellen sich auf die beiden Plattformen links und rechts. Dort werden Klone des Bosses erscheinen, welche direkt an sich gebunden werden müssen. Außerdem teleportiert er sich dort hin und wieder mal rüber, dazu aber gleich mehr. Eure Nahkämpfer werden in drei Gruppen aufgeteilt, Mitte sowie links und rechts auf die Plattformen. Eure Caster und Heiler stehen auf der oberen Erhöhung. Teilt diese ebenfalls etwas auf, vor allem die Heiler und Mages, da diese in der Klonphase ihre jeweiligen Camps unterstützen müssen. So, jetzt kennt ihr schon mal die anfängliche Positionierung, wie geht's aber weiter und vor allem, was kann der Boss überhaupt? Prophet Skeram hat einige Hauptfähigkeiten, welche er den kompletten Fight übermacht und die immer zu beachten sind. Er blinzelt sich zu einer der Plattformen und macht einen Aggro-Reset, kein Problem, denn dort steht schon ein Tank zur Verfügung, welcher sofort die Aggro auf sich ziehen muss. Sollte sich niemand in Nahkampfreichweite befinden, knallt er direkt mit der zweiten Fähigkeit Airchock um sich, welche 2500 Naturschaden macht. Es muss also immer ein Tank bzw. Melee an dem Boss stehen. Anschließend wird er wieder an seine ursprüngliche Position gezogen. Außerdem mind-controllt er in regelmäßigen Abständen ein nahes Ziel, welches 300% mehr Schaden macht und groß wird. Direkt schieben. Deswegen sind die Magier oben auch etwas auf links und rechts verteilt. Zuletzt knallt ihr euch alle 6 Sekunden eine arkane Explosion um die Ohren, welche eine riesige Range hat, allerdings unterbrochen werden kann. Teilt euch also eine Kick-Rotation ein, das ist fast das Wichtigste im Kampf. Ihr müsst unterbrechen, dadurch spart ihr euren Heiler massig an Mana. Fluch der Sprachen vom Hexer sowie gedankenbenebelndes Gift vom Schurken sollten zudem die Castzeit der arkanen Explosion verlängern. So, jetzt kennen wir alle die Hauptfähigkeiten des Bosses, das Wichtigste fehlt aber noch. Bei 75, 50 sowie 25% teilt sich der Boss in drei auf und spawnt jeweils auf den beiden Plattformen sowie in der Mitte. Zwei von den Bossen sind allerdings Klone mit viel weniger Leben und müssen direkt umgebürstet werden. Alle drei haben jedoch dieselben Fähigkeiten. Arkane Explosionen müssen unterbrochen werden und ein Tank muss dran stehen. Deswegen habt ihr von Sekunde 1 an eure drei Camps, welche fest für ihre Plattformen zum Unterbrechen eingezahlt sind. Wie unterscheidet man die Klone aber vom Boss? Macht vor dem Beginn des Kampfes ein Raidmark auf Skeram bzw. Mal des Jägers, sollte wahrscheinlich auch gehen. Der echte Boss wird dieses dann den kompletten Kampf behalten. Sonst könnt ihr auch die Mana des Bosses im Vorfeld etwas verbrennen. Der echte wird auf dem Stand bleiben, die Spiegelbilder spawnen mit vollem Mana. Bei 50 sowie 25% passiert dann dasselbe. Ihr habt also im kompletten Bossfight dreimal die Klonphase, wobei viele eingespielte Gilden den Boss bei der letzten Phase bei 25% nuken. Fassen wir also nochmal kurz die jeweiligen Rollen zusammen. Als Tank steht ihr auf einer der jeweiligen Plattformen. Wenn ihr nicht gerade der Main Tank seid, dann wartet ihr nur, bis sich der Boss teleportiert bzw. 75% erreicht hat. Jetzt übernehmt ihr den Klon, welcher auf eurer Plattform spawnt, sofort, damit er keinen Airjog macht. Unterbrechen nicht vergessen. Wenn ihr mind-controlled werdet, muss der zweite Tank ran. Die Melees rennen nach dem Pull auf ihre eingeteilte Plattform. Ihr könnt natürlich am Anfang in der Mitte etwas Schaden machen, auch wenn ihr links oder rechts eingeteilt seid. Schaut aber, dass ihr vor dem ersten Teleport auf eurer zugewiesenen Plattform seid. Unbedingt mit eurer Gruppe eine Kick-Reihenfolge ausmachen. Das ist hier das A und O. Die Heiler rennen direkt nach oben und teilen sich auf die drei Gruppen auf. Ihr müsst hier nicht viel beachten, hebt eure CDs aber für die Klonphase auf, da kommt gut Schaden rein. Die Ranged DDs unter euch rennen mit den Heilern hoch. Als Magier schiebt ihr sofort den übernommenen Spieler, deswegen gut aufteilen. Als Hexer unbedingt Fluch der Schatten auf euren Klon, als Ranged DD macht ihr vor allem in der Klonphase den meisten Schaden an den Spiegelungen des Bosses, da die eingeteilten Melees nicht einfach auf ein anderes Target switchen sollten, da sie ja zum Kicken auf ihrer Plattform eingeteilt sind. Vergesst nicht, in der Klonphase, die nicht markierten Bosse müssen beide so schnell es geht umfallen, erst dann geht's weiter auf den Boss. Nach einem Teleport und dem Start der Klonphase erstmal Damage-Stop für alle Damage-Dealer, da es zu einem kompletten Aggro-Wipe kommt. Nach dem Unterbrechen ist das mit Abstand das Wichtigste, was beachtet werden muss.
Das Ganze ist kein DPS-Race. Umso weniger ihr Aggro zieht und umso besser ihr kickt, umso leichter wird Skeram. Als Boss-spezifische Consumables empfehlen wir euch vor allem für die ersten Tries große Arkanschutztränke, da die ein oder andere arkane Explosion unvermeidbar durchkommen wird. Große Naturschutztränke sind ebenfalls zu gebrauchen, wobei wenn ein Tank am Boss steht und ihr die Positionierung einhaltet, könnt ihr euch auch das sparen, weil dann im besten Fall nur wenige bis gar keine Male ein Erdschock durchgehen sollte. Falls euch der erste Bossguide gefallen hat, freuen wir uns wie immer riesig über einen Daumen, Kommentar sowie ein Abo. In diesem Sinne, viel Spaß bei Skeram und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.